Hallo meine Lieben und willkommen zu einem kleinen Angespielt des Spiels Freeman Guerrilla Warfare. Einige Leute werden es bestimmt in Verbindung setzen mit ein paar anderen Spieltiteln, die ähnlich umgesetzt wurden. Und zwar geht es hier darum, ihr seht es gerade, wir haben, das ist ein Mensch, na klar, aber dort ist er 15. Das heißt, wir haben hier eine Armee am Laufen. Und diese Armee besteht aus folgenden Truppen. 5, 5, 5. Einmal Volunteers, also Überläufer im Grunde. Mercenary Rifle Squad und Armored Marodeure. So. Die sind alle bewaffnet, so sehen die aus. Und mit diesen 15 Mann sind wir unterwegs. Unterwegs in dieser Welt. Ist recht groß hier. Ist eine Insel. Noch. Und wir haben hier die Aufgabe zu überleben, zu looten, vielleicht sogar irgendwann mal eine Stadt zu übernehmen, je nachdem wie viel Geld und wie viel Truppen wir haben. Und anhand dieser Aufgaben können wir dann gegen andere kämpfen. Wir werden hier gerade verfolgt, hier wollen uns also ein paar Leute gerade ärgern. Das lassen wir in dem Falle aber nicht so zu. Zumindest nicht mit unseren... Okay, jetzt geht's doch. Okay, also, wir wurden jetzt gerade angegriffen von Marodeuren. Stopp. Du kommst hier nicht raus ohne Bezahlung. Give us 581 or we will crush you and your trashy army into pieces. Das sind 25 Gegner. Wir haben ein bisschen derzeit Problem bezüglich Munition. Mein Inventar kann ich euch kurz zeigen. Wo es geht eigentlich. Wo es geht eigentlich. Nee, das machen wir ruhig. Wir nehmen jetzt etwas an Munition mit. Haben zwei Granaten. Haben ein paar Magnum-Kaliber-Granaten und ein Erste-Hilfe-Paket. So lässt es sich aushalten. Okay, ich würde sagen, wir kämpfen direkt. Und dann zeige ich euch, wie das nämlich funktioniert. Denn das wird nicht irgendwie automatisch ausgetragen oder so. Weil ich habe ja auch gerade ein Inventar gehabt und ihr habt die Soldaten gesehen. Nein, hier läuft das jetzt etwas anders und ich sag nur eins. Ich bin sehr lange weg gewesen von dieser Art Spiel. Wir sind hier. Angegriffen werden wir aus dieser Richtung. Und wir sind hier auf dieser Fläche, die helle Fläche. Und müssen im Grunde schnell reagieren, denn wir werden definitiv attackiert. Und zwar von hier oben kommend werden wir attackiert. Von hier, von da hinten. Das heißt, wenn die hier reinrennen, stürmen die als erstes auf diese Siedlung hier zu. Das heißt, sie sind definitiv schneller auf der erhöhten Fläche als wir. Können aber dementsprechend reagieren, wenn wir uns hierhin verziehen, zu diesen Häusern, zu dieser erhöhten Fläche und haben eine Möglichkeit, darüber zu kämpfen. Das heißt, wir deployen unsere Truppen, stellen die auch schon direkt an den äußersten Rand, uns auch, und sagen dann den ersten Wegpunkt an. So wird gelaufen. Denn wir können über unsere Truppen bestimmen. Und bauen eine Bahn auf. Ich denke, so wird der Angriff verlaufen. Wir sagen, deploy all, escape. Und da sind wir. Und ja, dieses Spiel ist ein Ego-Shooter dann auf Takt, also auf durchführender, ausführender Basis. Meines Erachtens sogar ein recht hübsches Ego-Shooter. Finde, das sieht gut aus. Und unsere Truppen bewegen sich. Hier hinten, das ist unser Inventar. Hierhin ziehen sich auch dann alle zurück. Wenn es darum geht, dass wir vielleicht einmal retreaten müssen. Hier oben sind schon ein paar Truppen recht flott unterwegs. Die jetzt hier abwarten. Vorne ist eine Art Satellitenanlage. Und wir haben auch schon den ersten Feindkontakt. Ja, wie erwartet. Da hinten. Müsste nachladen. Wieso habe ich nicht genug Magazine dabei? Was ist denn da los? Ah!
Das ist aber nicht der Plan gewesen. Die falsche Munition eingepackt? Ja, das ist wieder so ein typisches Ich. Derzeit ist es noch ein Kampf auf ziemlicher Entfernung. Einen habe ich. Also für alle Fans von Spielen wie Arma ist es, denke ich, auch was. Denn ihr habt eure Truppe, die ihr ja kommandiert. Ist halt ein bisschen schwer zu treffen und wir müssen definitiv gleich runter. So, oh, hier links hat es eine eingerissen. Jetzt hat es auch uns mal getroffen. Wir müssen runter zu dem Extraction Point. Das grüne rechts sind im Übrigen die Nachrichten bezüglich wer hier wen bezwingt. Ich gehe noch mal auf die Übersichtskarte. Wir werden auch von rechts angegriffen. Wir sollten hier unterstützen. Und unsere Marodeure schicke ich da direkt rüber. Und wir gehen kurz runter zum... Wir können also nicht die Munition von anderen aufnehmen. Das geht leider nicht. Das heißt, runter zum Inventar. In der Hoffnung... Das hin. In der Hoffnung, hier vielleicht dann doch ein bisschen. 7-2. Und die benutzt 5-5-6. Na klasse, das kann ich natürlich nicht verwenden. So. Gut, dann haben wir die restliche Munition für unseren Colt. Unten rechts seht ihr, dass wir ein Level aufsteigen können, genauso wie einige Truppen Level aufsteigen können. Wir gucken nochmal kurz. Die Kämpfe verlagern sich hier. Es kann auch sein, dass wir gleich gewonnen haben, weil wir sie jetzt umzingeln. Rechts seht ihr... Grün bedeutet, wir bezwingen einen, rot bedeutet, wir verlieren einen und jetzt haben wir wieder einen verloren. Ein Civilian Watchman killed by Robber. Robber killed by Mercenary Infantry. Also wir wehren uns schon ziemlich gut hier, haben auch eine ziemlich gute Taktik am Start. Und ihr seht, wie unsere Truppen oben liegen, am Kämpfen sind. Da war der letzte, den wollte ich sonst nehmen. Und so kämpft man. Hier wurde auch eine Granate gerade geschmissen. Enemy Casualties 25, wir haben 8 verloren, der 25. Das ist unser Loot. Tatsächlich ist das unser Loot. Das heißt, wir ziehen hier... Oben seht ihr diesen Wert der Magazine. 9 mm. Fleisch können wir gut verkaufen. Taschenlampen haben einen Wert von 80. Eine Schaufel hat einen Wert von 111. Das Ding hier ist ein RPG. Geld haben wir auch. Streichhölzer 21, 38, 39. Handgranaten sind immer gut. Zwei Sachen können wir noch mitnehmen. Der höchste Wert war 39, ne? Das heißt die Leiter. Aber wir haben auch Maps. Okay, so müssen wir es lassen leider. Oh, und wir haben jemanden, das war der hier unten, auf den ich da gezielt habe, er hier im Hintergrund. Der sagt jetzt hier, ich ergebe mich. Das heißt, den nehmen wir dann direkt als Gefangenen. Im Prison. Conform. So, jetzt sind wir gleich wieder in der Übersichtskarte. So kämpft man in dem Spiel. Das ist recht cool gemacht eigentlich. Die haben sich jetzt hier hinten anders überlegt. Wir haben folglich alles soweit im Griff. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf Trade, denn wir haben ein paar Sachen, die wir verkaufen müssen. Unter anderem diese ganzen Flashlights, dann unsere Leiter,
Wir haben eine Schaufel dabei. Das ist alles recht cool. Nämlich dann, wenn wir eine eigene Stadt hätten, dann bräuchten wir das auch. Jetzt im Moment bräuchten wir es eigentlich nicht, weil wir erstmal eine eigene Stadt brauchen. Das heißt, wir kämpfen mehr. Auch Fleisch können wir ein bisschen was verkaufen, genauso wie Brot. Gehen wir auf zu 1 runter. 3 davon. Essen brauchen wir schon ein bisschen. Granaten behalten wir. Food Cans behalten wir. Zigaretten weg. Was zu trinken. Das sind 50er Magazine. Das sind die für MGs. Brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Soweit sieht das ganz gut aus. Wenn ich jetzt auf Deal drücke, haben wir 4800 eingenommen. Und jetzt gehen wir mal auf Kaufen. Das heißt, wir gehen auf Weapon Dealer nochmal. Hat der nur Magazine? Der hat tatsächlich, er hat auch bestimmt Waffen. Da hat er Waffen. Wir haben hier nämlich sehr viel 762er. Oben rechts sehen wir Ammunition. 762, die hier, die Kartoff. Die Kartoff verschießt das, kostet aber auch 5700. Das heißt, wenn ich die noch verticke und die Kartoff kaufen würde, das geht. Okay, das ist jetzt das Erste. Dann gehen wir ins Inventar. Erstmal Leave. Inventar. Jetzt haben wir diese schicke Waffe mit der Munition, die Kartoff. Das heißt, die KA-13 hier können wir jetzt nämlich auch wieder verkaufen. Trade Weapon Dealer, die verticken wir. So, die Munition haben wir schon dafür. Kaufen wir nochmal eins mehr. So. Gehen auf Deal. Wir haben jetzt noch 2500. Jetzt hätte ich gerne den Equipment Dealer, denn wir brauchen auch ein bisschen was natürlich an Ausrüstung. Ich suche die ganze Zeit schon eigentlich nach einer Weste, die nicht allzu teuer ist. Binoculars hätten wir auch. Die Sachen sind recht teuer. Gibt's hier eventuell noch eine taktische Weste, die nicht 2900 kostet? Die kostet 4300. Boah, das sind natürlich auch coole Westen, klar. Aber dafür müssten wir nochmal kämpfen. Die taktische Weste, die ist gut. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. So. Bag erstmal raus. Inventar. Die legen wir direkt an. Jetzt haben wir die taktische Weste auch angelegt. Wir hätten hier eine Map. Kann ich, glaube ich, gerade nichts anfangen. Gut, jetzt gehen wir auf unsere Party und sehen einen Volunteer Squad. Füllen wir auf. Rewarden die. Im Level aufgestiegen. Auch die hier. Das mal wieder voll machen. Und dann gibt es noch den Levelaufstieg. Und nochmal Levelaufstieg. Und nochmal. Jetzt sind sie wesentlich stärker. Bewaffnung ist soweit geblieben. Moral ist top. Wir leveln die auf. Jetzt haben sie noch ganz andere. Jetzt sind sie zum Mercenary geworden. Und die hier können wir auch noch zum Sniper-Team tatsächlich. Oh, das finde ich gut. Machen wir ein Sniper-Team aus denen. Jetzt haben wir ein Sniper-Team. Nicht mehr viel Geld, aber wie viele Leute haben wir denn jetzt noch? Das Sniper-Team besteht nur noch aus 3 Leuten. Ich verstehe. Wir haben nicht sehr viel Geld. Das heißt, das Sniper-Team muss immer hinter uns bleiben. Das wären 6 Looter-Einheiten. Wir legen uns jetzt mit denen an. Das machen wir einfach mal. Und versuchen taktisch wieder so zu bleiben, dass wir die eingrenzen. Dass wir die mit den Scharfschützen vielleicht rauskriegen. Wir haben auch eine gute Waffe. Wir sehen hier unten Gegner komplett in diesem Bereich starten, die und laufen in diese Richtung. Wir sind hier unten. Das heißt, wir können tatsächlich, wenn wir von hier ranlaufen, sind wir hier schon erhöht. Und würden von hier dann an diese Ortschaft ranrennen. Wir müssen natürlich gucken, dass wir auch Deckung haben. Deckung ist so eine Sache. Ich würde schon sagen, dass wir uns durch diesen Wald rankämpfen. Anders geht's nicht. Wir positionieren alle unsere Truppen. Positionieren wir so. Sniper-Team bleibt ein bisschen hinten. Das sind die mit der roten Bandana hier. Das können wir so auch uns auch merken. Die Truppen laufen hier hin, machen es breit und die Sniper bleiben immer etwas hinten. So, dann deploy all und los geht's im Grunde. Das ist unsere Waffe. Munition nehmen wir gleich mit. Granaten nehmen wir auch mit. Wir sind auch gleich im Kampf. Das heißt, unsere Scharfschützen schießen. Wir haben auch schon den ersten verloren. Nehmen aber auch schon welche mit. Das heißt, die sind gleich hier unten.
Wir haben auch schon einen erwischt. Wir versuchen natürlich selbst nicht drauf zu gehen, das wäre schlecht. Legen uns hier jetzt erstmal kurz hin. Ah, soweit sieht es eigentlich ganz gut aus. Einen haben wir bis jetzt erst verloren. Ja, soweit okay. Wir sind selbst in diesem Spiel so eine Art natürlich Held, also können wesentlich mehr als andere, weil wir uns halt so gut bewegen können. Unsere Sniper sind aber gut, die ziehen die ersten weg jetzt da oben. Jetzt seht ihr das, Killed by Sniper, Killed by Sniper, Killed by Raider. Hier sehe ich zurzeit gar keinen mehr. Okay, keine Einsicht mehr in Feinde. Das heißt, wir gehen auf unsere Karte, schicken die Truppen neben uns her. Diese auch. Und die Sniper stellen wir hier erhöht. Zwölf haben sie noch, also sind nicht wenig. Und so spielt ihr im Grunde dieses Spiel. Also für Taktikfüchse und zusätzlich auch noch Leute, die Lust auf Ego-Shooter haben, ist es auf jeden Fall ein gutes Spiel. Und es ist auch in einer frühen Phase. Das heißt, es wird auch nach und nach erst noch weiterentwickelt. Hat ein gutes Waffenhandling jetzt bereits schon. So, jetzt wollen wir hier mal rangehen. Hier liegen sie alle. Da ist einer. Den haben wir. Also ein paar können wir nämlich auch wegpflücken. So ist nicht. Gibt es noch Kontakte? Ah, hier ist ein erhöhter Punkt. Können unsere Scharfschützen drauf. Die kommen neben uns. Die hier unten hätte ich gerne rechts von den Containern. Derzeit ist nichts rot markiert. Das heißt, wir haben keine neuen Feindkontakte. Ich warte hier jetzt gerade, bis unsere Leute kommen. Laden wir durch. Da hinten kommen sie. Dann gehen wir mal vorsichtig weiter. An die Deckung. Er ist definitiv nicht einverstanden. Okay, hier werden die ersten Kämpfe geführt. Ich gehe mal an das Gebäude ran. In Gebäude reingehen geht, soweit ich das jetzt verstanden habe, noch nicht. Hier wird gerade geschossen. Da hinten. Da haben wir die ersten Gegnerkontakte. Alles klar. Das heißt, ich hätte gern... Gucken wir mal kurz wegen erhöhten Positionen. Ich hätte gern hier eine Truppe oben drauf. Das heißt, die sollen dahin. Die Scharfschützen mögen genau dem Weg folgen. Und die hier... Wie machen wir es am besten? Stellen sich hier... Hier auf. So. Und die mögen bitte im Charge-Modus rennen. Das heißt, dann sind sie etwas schneller. Die Scharfschützen mit Fire Duel. Das ist schon richtig so. Die möchte ich nicht verlieren. Die sind teuer gewesen. Gegner ausmachen kann ich jetzt gerade noch nicht.
Da hinten laufen sie, also markiert durch kleine blaue Dreiecke. Jetzt wird gefightet hier wieder. Okay, also sie sind wirklich in diesem roten Bereich. Da können wir von hier nicht gut dann wirken. Das heißt, wir könnten sie umlaufen. Das heißt, auch unsere Scharfschützen lasse ich jetzt mal rennen. So, und die Scharfschützen, die ziehen direkt bis da. Aber mit Proceed with Caution jetzt wieder. Und wir gehen jetzt mal hier mit zur Seite, versuchen zu unterstützen. Da hinten sind sie. Einen haben wir, glaube ich. Ja, wir haben hier schon eine gute Knarre. Da wird auf uns geschossen. Da, um genau zu sein. Ich glaube, den haben wir auch. Und nee, es ist nicht so, dass ich hier als Ein-Mann-Armee alleine durchrennen kann. Denn dafür sind einige Gegner viel zu gut. Und jetzt sehen wir unsere Truppe links, die wir eben hingeschickt haben, die jetzt einkreisen. Jetzt ziehen wir die noch nach. Auch im Charge-Modus. Hier links wird jetzt gestürmt. Das ist recht cool gemacht in dem Spiel. Also für Leute, die auf diese Art von Spielen stehen, das ist echt geil. Letztens auch gestreamt auf Twitch. Prompt in einer Nachtmission angefangen. War natürlich visuell nicht dann gleich so ein Bringer. Ja. Derzeit noch keinen gefunden. Fünf Stück haben sie noch. Da hinten sind sie jetzt alle gleich, alles klar. Dann mal um das Gebäude rum. Die hier ran. Scharfschützen jetzt hier hin. Charge. Und wir kämpfen hier aggressiv. Hauen da jetzt mal ein paar Granaten rüber. Einen haben wir. Und die haben wir auch beide. Jawohl, Leave Combat, also geil gelaufen, kann ich nur sagen. Super wenig Verluste gemacht, Geld kassiert, die Gegner geplättet. Sie waren selbst Looter, wir gucken mal kurz. Haben jetzt ein paar Revolver, haben dadurch auch ordentlich Geld eingenommen. Klicken mal kurz auf Party, wir haben nur einen einzigen verloren, den wir jetzt direkt aufstufen. Wir belohnen die Leute, weil sie so gut gekämpft haben. Haben jetzt 1200. Das hier sind im Übrigen Truppen, die sind gut. FCA, die wollen hier sozusagen wollen einen Staat etablieren, wenn man so will. Die sind auch hier located, wo wir dann handeln können. Hier oben, das sind Städte, die roten sind Städte, die müssten wir angreifen. Und das Gelbe hier links, die blauen, sind auch Städte, die wir auch behandeln können. Und so habt ihr jetzt einen Einblick gekriegt in Freeman Guerilla Warfare. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Würde natürlich eure Meinung gerne hören, was ihr vom Spiel haltet. Und wenn ihr es haben wollt, unten sind die ganzen Links verbreitet in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben wäre klasse, wie immer. Und ja,
Mit jedem Kommentar bin ich glücklich dabei, mit jedem Like sowieso. Und wenn ihr dabei bleiben wollt, ist ein Abo auch klasse. Und sonst sehen wir uns im Discord-Server, der ist auch unten verlinkt. Also, haut rein. Tschüss.